Hallo und herzlich willkommen zum Extreme Trucker. Ja, und ich habe mir überlegt, wir fahren heute mal Militärausrüstung durchs Gebirge. 11 Meilen sind das Ganze nur, 3 Tonnen. Das ist jetzt nicht so besonders. Aber ich persönlich bin, auch wenn ich jetzt einige Stunden auch mal so, Stunden vielleicht nicht, aber einige Zeit habe ich jetzt ein paar Touren gemacht und da habe ich noch nie diesen Militärtruck hier gefahren. Und da dachte ich mir, das ist vielleicht auch ein bisschen was Besonderes, das kann man mal wieder aufnehmen, weil ich dieses Spiel ja so halb als Let's Play spiele und halb privat. Heißt, ich nehme die, wie ich finde, interessanten Fahrten auf und den Rest nehme ich nicht auf und spiele einfach nur privat, damit wir halt schneller an die, ja, an die tollen Fahrten kommen, als wenn wir jetzt irgendwie sowas machen wie alle. Wo muss ich jetzt lang? Muss ich hier hoch oder da runter? Ich muss wohl eher hoch, denke ich. Ja, hoch sollte passen. Das Cockpit hier sieht etwas sehr plastisch aus, finde ich, aber ist halt auch sehr funktional. Ich weiß jetzt nicht, ob das halbwegs realistisch ist. Sieht auf jeden Fall eher nicht so detailgetreu aus. Das ist etwas schade, aber ja. Es soll wohl reichen. Es hat angefangen zu regnen und deshalb werde ich jetzt mal den Scheibenwischer einschalten. Alter, hier, der verzieht aber etwas. Der ist nicht so sehr, liegt nicht so gut auf der Spur. Ah, das ist hier echt manchmal was in den Bergen. Das glaubt ihr gar nicht, was ich hier schon alles erlebt habe. Das ist echt gruselig. Wow. Ich sollte auch nicht immer die Kamerasicht ändern. Ich komme eigentlich am besten mit der Cockpitsicht klar und sonst mit gar nichts. Ah. Das ist nämlich auch echt so. Frickelig, einfach frickelig. Dass man ja halt so oft direkt am Abgrund fährt, das ist alles stressig hier in den Bergen. Ich würde auch echt sagen, die Berge sind das Anspruchsvollste, einfach weil man viel mehr lenken muss. Bei der Icewater hat man ja einfach das Problem, man könnte einbrechen. Im Outback ist es die hohe Geschwindigkeit, man kann mal ins Schleudern kommen, wenn man überholen möchte, wenn man überholt. Und ja, hat dann dabei häufiger auch mal ein Problem. Oh. Nee, ne? Das war jetzt. Da wäre aber hier vorbei gewesen. Muss ich aber auch mal wieder auf Cockpit machen, weil sonst kann ich halt wirklich schlecht fahren und ich kann eigentlich auch hier ein bisschen mittiger fahren, weil ja gerade kein Gegenverkehr besteht. Es ist schon tricky hier manchmal in den Bergen. Muss ich ehrlich sagen. Das ist Stress hier. Hier ist es jetzt halbwegs entspannt, aber man merkt auch, dass auf Schotter jetzt der Grip schlechter ist. Wenn ich einlenke, habe ich so einen kleinen Bereich, der lenkt er sauber und danach fängt er an, halt irgendwie über die Vorderachse beim Lenken zu rutschen oder so. Dass die nicht mehr so sauber reagiert auf die Lenkbewegung, die ich hier vorgebe am Lenkrad. Und ja. Auf jeden Fall eine heiße Geschichte hier. Fahren am Limit. Gegenverkehr. Das ist immer böse, wenn man überholen möchte und in dem Moment kommt Gegenverkehr. Das ist ganz typisch und halt wirklich sehr gefährlich. Mir fällt hier gerade was auf. Ich glaube, ich hab mich verfahren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe mich verfahren. Das wäre jetzt. Nein, nein, nein. Ist genau die richtige Stelle. Ich muss hier links fahren. Das hier ist teilweise mich so ein bisschen verwirrend, weil alle Wege sind nicht so ganz sauber auf der Karte verzeichnet, finde ich. Und dann kann es schon mal dazu kommen, dass man ein bisschen das Gefühl hat, man ist auf dem falschen Weg. Ich hasse es, wenn ich es nicht überhole, wenn ich nicht überholen kann wegen Gegenverkehr. Das macht mich immer richtig nervös, weil es einfach dann eine Belastung mehr beim Fahren. Übrigens, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich mache jetzt noch hier da hatte ich ja so eine Tour, die ganz viele Punkte brachte. Ein bisschen Schaden gekriegt. Sogar ein bisschen viel, aber jetzt sind wir hier so nah an der Zielmarke, da kann ich nicht mehr Neustart drücken mit gutem Gewissen. Das geht nicht mehr. So, was machen wir denn jetzt hier? Kokablätter können wir transportieren. Das war ein bisschen weit und lohnt sich dann nicht wirklich für den Preis. Was ist denn hier besser? Eigentlich kann ich auch mal eben wieder gucken, wie in der letzten Folge, dass ich mal eben rüber switch auf die anderen schönen. Oh, ein richtiger Road Train. Den müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken.
Wisst ihr was, das machen wir jetzt? Ungeschliffene Opale, weil das ist ein richtig langer hier. Und lang ist natürlich richtig cool. Ungeschliffene Opale, dass man die auch einfach so im Kipper mitnimmt. Opale, die sind ja eigentlich sau wertvoll, aber egal. Ich meine, sind ja nicht unsere. Wir müssen die ja nur transportieren. Gut. Ich bin sehr gespannt, ob wir diese Fahrt heil überleben. Oh. Hier ist immer ein bisschen tricky, wenn man versucht, hier ganz gerade durchzukommen. Das, ja, da hat man eigentlich immer Gegenverkehr, wenn eine Mission gerade losging. Und ich muss sagen, ich spiele dieses Spiel ja nach wie vor ziemlich gerne. So zwischendurch ist es ein bisschen anspruchsvoller, muss sich ein bisschen mehr konzentrieren als beim Euro Truck Simulator. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Dabei höre ich da meistens gerne Hörbücher oder ich spiele oder ich höre mir halt andere Let's Plays an, die ich ganz interessant finde. Was weiß ich, so ein Talk Truck vom Doc oder sowas höre ich da schon mal ganz gerne. Was gibt es sonst noch so, was ich. Ja, halt einfach Let's Plays jetzt, sage ich mal, mehr übers Audio gehen und nicht, wo das Bild nicht so wichtig ist. Weil ich möchte mich ja schon aufs Spiel konzentrieren und nicht die ganze Zeit aufs Video gucken. Und da ist mir halt nur der Kommentar wichtig, dass das passt. Fand jetzt hier auch echt schnell, das müssten ungefähr 120 km/h sein. Man merkt auch, der ganze Worldtrain, das ist ein Monster. Fuck. Oha, jetzt hatte ich vor dem Moment echt Angst, jetzt ist es gleich vorbei. Aha, das ist böse hier. Das ist ganz böse. Ja, ist zumindest die richtige Richtung. Und Schaden haben wir auch nicht. Dann können wir einfach erstmal normal weitermachen. Wenn ich viel Schaden direkt am Anfang bekomme, starte ich meistens den Auftrag neu. Habe ich mir jetzt angewöhnt in letzter Zeit, weil ganz ehrlich, wenn man so viel Schaden hat, dann lohnt sich es nicht, das zu Ende zu bringen. Ah, da war kurz die Feuerwehr. Ja, was ich für die Zukunft jetzt auch noch geplant habe, ich weiß nicht genau, wie viele Folgen Euro Truck ich noch, Extreme Trucker ich noch machen werde. Eigentlich möchte ich alle coolen Sachen, wie sowas hier, so ein Dreier Road Train, sowas möchte ich zeigen. Und ja, das sind eigentlich die Hauptsachen, die ich so im Let's Play zeigen möchte. Und danach ist, können wir es von mir aus eigentlich beenden. Weil als Talk-Format habe ich ja eigentlich den Euro Truck Simulator, der ja zwar etwas seltener kommt, aber der kommt halt auch noch. Was ich sonst noch vorhatte, ich wollte gerne mal, den habe ich mir nämlich im Angebot geholt für 10 €, glaube ich, den Train Simulator. Ich glaube, dass er 10 € gekostet hat im Steam-Angebot mit mehreren DLCs dazu. Also, da gibt es, vielleicht kennt ihr das, diese Züge, die mit mehreren, weiß ich nicht, mit 50 von diesen Anhängern, ich weiß nicht, Loren oder so heißen die, glaube ich, bei Zügen. Bin mir nicht ganz sicher. Halt so riesige Container beladene Dinger, die mehrere tausend Tonnen wiegen. Und dann fährt man damit halt über so einen Pass in Kalifornien. Die ganze Route dauert insgesamt 5 Stunden maximal. So an die 5 Stunden ging das, meine ich. Auf jeden Fall, die ganze Route würde ich nicht fahren, aber immer so eine Station oder sowas. Das fände ich ganz interessant, wenn man sowas mal macht. Ja. Train Simulator. Ich bin auch kein Zugexperte, aber das ist einfach was, was mich mal interessieren würde. Und wenn ich. Ja, das ist ab und zu so langsam bei meiner Größe auf YouTube, könnte man sich ja auch vorstellen, dass vielleicht irgendein Zuschauer dabei ist, der sich gut mit Zügen auskennt. Und dann hatte ich schon mal die Idee, dass ich da irgendwie ein Video mache und dann einen Aufruf, ja, wer sich gut mit Zügen auskennt, der sagt mal Bescheid und dann darf der dabei sein in der Aufnahme und kann mal ein bisschen was über sein Zugwissen erzählen und so. Das würde das Ganze halt interessanter machen, weil Zugfahren ist, ja, jetzt nicht vielleicht anspruchsloser, aber. Man muss halt nur die Geschwindigkeit einhalten, weil gelenkt wird halt automatisch. Und viel mehr muss man dann eigentlich nicht machen. Was dazu führt, dass, denke ich, kommentieren sehr wichtig ist. Und es wäre dann natürlich interessant, wenn man so ein bisschen was Fachlicheres dazu erzählt. Und da ich von Zügen kaum Ahnung habe, wäre das natürlich eine perfekte Lösung. Ich hasse diese überbreiten Fässer. Sorry, ich hatte gerade Schluck auf. Diese blauen, riesig breiten Fässer, die hasse ich so richtig. Außer im Eis, also auf der Ice Road, da mag ich die richtig gerne. Da, auf der Ice Road ist die Straße einfach breiter und hier hast du vorgegebene Spuren. Da muss man richtig aufpassen, dass man nicht den, fährt man am Gegenverkehr vorbei und bleibt hängen. So ungefähr ist das manchmal.
Und gerade wenn man überholt oder so, muss man echt vorsichtig sein. Das macht irgendwie nicht ganz so viel Spaß, meiner Meinung nach. Ich bin ja lieber einer, der wie hier so ein bisschen laufen lässt. Ist übrigens immer interessant, wenn man in den Spiegel guckt und sieht, wie die Dinger so rollen. Drei Stück da und ist halt doch schon eine Menge. Gerade wenn man sich überlegt, dass es ungeschliffene Opale sind. Irgendwie sieht das eher aus wie Kies, aber naja. Wir werden halt gut dafür bezahlt. Dann soll man auch nicht meckern, würde ich sagen. Und wir sind ja wieso gleich da. Und dann hat sich die Sache erledigt. So. Jetzt habe ich ein bisschen mit meiner Tradition gebrochen, in jeder Folge immer einen Kontinent abzuhandeln. Das ist mir jetzt aber gerade auch egal. Ich denke, die Fahrt hier hat jetzt ganz gut gepasst. Nochmal so einen richtig schönen Trailer hier heimwärts gefahren. Wenn euch das stört, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Oder wenn ihr es gerade gut findet, dann schreibt es in die Kommentare. Ich möchte das Ganze halt so machen, wie es ich gefällt. Ich glaube, da vorne ist mein, ja, da ist mein Abgabepunkt. Einfach weil, ja, soll ja allen Spaß machen. Da war ich doch lange noch nicht. Warum habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Ich weiß nicht, wofür ich jetzt gerade Schaden bekommen habe. Ich habe jetzt richtig viel Schaden bekommen eigentlich. Aber ich bin nicht dran gekommen, das habt ihr doch gesehen. Ich glaube, die Kollisionsbox von den Dingen ist nicht ganz sauber. Das ist etwas schade. Ja, da haben wir richtig, richtig Punkte abgezogen gekriegt. Mano. Was haben wir denn hier sonst so? Na, ja, erstmal keine interessanten, wieder ungeschliffene Opale möchte ich aber gerade gar nicht fahren. Jetzt bin ich nämlich erstmal enttäuscht von den Dingern und ich muss sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.